Hallo, Servus und herzlich willkommen zu den Game News mit mir, Florian Haider, denn Maxi Gräf ist diese Woche im Urlaub. Es ist viel passiert in den letzten 7 Tagen. Dean Hall will seine Ruhe, Total Biscuit verteilt Maulkörbe und es gibt neue Infos zu den Next-Gen-Versionen von GTA 5, auch für die PC-Version. All das und viel mehr seht ihr jetzt. Die DayZ-Fans sind stinkig, Dean Hall ist stinkig, ich bin auch ein bisschen stinkig, aber was ist genau passiert? Also mit Dean Hall und DayZ, nicht mit... Angefangen hat alles mit zahlreichen Fanbeschwerden im offiziellen DayZ-Forum. Titel des Threads: Hat sonst noch jemand das Vertrauen in DayZ verloren? Satte 9 Seiten später meldete sich DayZ-Producer Brian Hicks zu Wort und erklärte, dass die Leute ja auch eine frühe Entwicklungsversion spielen und man ein Gemälde ja auch nicht schon nach den ersten paar Pinselstrichen beurteilen würde. Außerdem müsse man sich vor Augen halten, dass sich DayZ ja erst seit 11 Monaten in Entwicklung befinde. Die gesamte Entwicklung soll aber 3 Jahre dauern. DayZ-Erfinder Dean Hall schlägt da gleich mal einen härteren Ton an und droht damit die Interaktion zwischen ihm und der Community einfach komplett zu beenden. Der Grund: Er habe die Spekulationen und Annahmen über den Entwicklungszustand ziemlich satt, da sie öfter eher persönliche Attacken als konstruktive Kritik darstellen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Dean Hall den Leuten schon oft gesagt hat: Hey, kauft dieses Spiel bitte noch nicht. Jetzt würde mich interessieren, was ist eure Meinung? Hat der Mann recht? Hätte man dann das Spiel vielleicht auch nie erstmal als Early Access Version auf Steam anbieten sollen? Schreibt's in die Kommentare. Rockstar hat endlich einen offiziellen Erscheinungstermin für die Next-Gen-Version von GTA 5 angegeben. Außerdem gibt es auch einen neuen Termin für die PC-Version. Was die verbesserten Versionen mit sich bringen und warum die PC-Version ein bisschen später kommt, seht ihr jetzt. Am 18. November 2014 ist es endlich soweit. GTA 5 erscheint für die Next-Gen-Konsolen und die Versionen haben es ordentlich in sich. Rockstar verspricht nämlich nicht nur die üblichen optischen Polituren wie höhere Sichtweite und Auflösungen, sondern etliche kleine Verbesserungen. Soll heißen: neue Waffen, fahr- und fliegbare Untersätze, zusätzliche Wildtiere, ein höheres Verkehrsaufkommen, ein verbessertes Schadens- und Wettermodell, 100 zusätzliche Songs, Ingame-Cash-Bonus für Vorbesteller und exklusive Inhalte für Besitzer der Last-Gen-Version. Außerdem neue Aktivitäten, neue Herausforderungen auf den Schießständen, neue Waffen, bis zu 30 Online-Mitspieler und die Möglichkeit, Charaktere und Fortschritte von Last-Gen auf Next-Gen zu übertragen. Nicht schlecht. PC-Spieler müssen sich allerdings noch bis zum 27. Januar 2015 gedulden, denn Rockstar benötigt nach eigenen Aussagen noch ein wenig mehr Entwicklungszeit, um sicherzustellen, dass alles so fantastisch und poliert wie möglich ist. Ich bin ja mal gespannt, wie stark sich die PC-Version dann von den Next-Gen-Versionen unterscheiden wird. Und wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr die Last-Gen-Version? Bleibt ihr bei der? Wollt ihr die Next-Gen-Version? Oder seid ihr PC-Spieler, die jetzt schon jeden Tag zählen, bis es endlich rauskommt? Auf Twitter geht's ja momentan wieder ab wie die Sau. Nee, Moment, eigentlich ist der folgende Twitter-Streit schon fast 1 Jahr alt. Warum der aber gerade jetzt wichtig ist, seht selbst. Okay, alles fing damit an, dass John Bane... Die Polizei! Nee, nicht der Bane, der schreibt sich ja auch ganz anders. Ich meine John Bane alias Total Biscuit. Der bekannte YouTuber hatte vor rund 12 Monaten einen kleinen Disput mit einem Zuschauer, auf den er ein bisschen überheblich reagierte. Niemand habe das Recht darauf, seine Zeit in Anspruch zu nehmen, es sei denn, er bezahle dafür und einige andere nicht ganz sachliche Aussagen. Auftritt John Elliott. Der war damals noch bei Irrational Games, das sind die Jungs von Bioshock, angestellt, bekam den Tweet zu lesen und tweetete seinerseits, dass Total Biscuit wirklich ekelerregend sei. Soweit so gut haben sich halt 2 Typen in die Haare gekriegt. Allerdings lief es in dem Fall etwas anders. Der PR-Manager von Total Biscuit verständigte kurzerhand den Vorstand von Irrational Games, verwies auf die hohe Reichweite des YouTubers und forderte eine Entschuldigung und den Verzicht weiterer böser Twitter-Meinungen. Schwupps landete Elliott im Büro des Chefs und wurde laut eigener Aussagen dazu aufgefordert, die Sache in der Öffentlichkeit nicht mehr zu kommentieren. Angeblich soll sich Irrational-Mitbegründer Ken Levine sogar höchst selbst mit Total Biscuit getroffen haben, um ihn zu beschwichtigen. Das Ganze kam erst jetzt nach der Kündigung von Elliott ans Tageslicht. Daraufhin gab es zuerst wieder ein kleines Hin und Her, jetzt aber haben Elliott und Bane das Kriegsbeil begraben. Was ich ganz persönlich schon heftig finde, ist, wie viel Einfluss so große YouTuber haben. Wie sieht es da bei euch aus? Denkt ihr, Total Biscuit hätte anders reagieren sollen? Haben YouTuber zu viel Einfluss oder strebt ihr gar selbst die Weltherrschaft über euren YouTube-Kanal an, wie ich? Ich bin gespannt, jetzt gibt's aber erstmal die Quick News. Jetzt ist es offiziell. Das Minecraft-Entwicklerstudio Mojang wurde von Microsoft gekauft und zwar für satte 2,5 Milliarden US-Dollar. Minecraft-Schöpfer Markus Persson wird die von ihm gegründete Firma verlassen. In einer Stellungnahme des Entwicklerstudios heißt es, Persson habe niemals die Verantwortung für ein Unternehmen von derartig globaler Wichtigkeit übernehmen wollen.
Destiny ist das schlechteste Bungie-Spiel aller Zeiten, zumindest wenn man den User-Bewertungen auf Metacritic.com Glauben schenken darf. Dort wird der Sci-Fi-Shooter nämlich derzeit mit einer mageren Durchschnittswertung von 6,5 für die PS4-Version gelistet. Die PS3-Version steht momentan sogar nur bei 4,3. Zu Destinys Ehrenrettung sei gesagt, dass viele Spaßwertungen den Schnitt nach unten ziehen und der ein oder andere Hypehasser auch gleich mal eine 0 von 10 gibt. Und das ist dann doch etwas übertrieben. Alter Verwalter, kürzlich hat es ein Twitch-Streamer doch tatsächlich geschafft, das gute, alte und verdammt schwere Dark Souls 1 komplett mit einer Plastikgitarre von Rockband 1 durchzuzocken. Rock on! Die Waffentechnologie von morgen schon heute in Battlefield 4. In den neuen Videos zum vermutlich letzten BF4-DLC namens Final Stand könnt ihr unter anderem schon mal einen Blick auf die neue Railgun und den Schwebepanzer werfen. Und für die, die sich in dieser Woche nach neuem Spielefutter sehen, hier die wichtigsten Erscheinungstermine in dieser Woche. Am Montag erschien der Infamous DLC First Light für die PS4. Am Dienstag, also heute, erscheint Anomaly 2 für die PS4. Am Donnerstag gibt's Train Simulator 2015 für den PC. Und Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes für die PS4, Xbox One, Wii U, PS3 und Xbox 360. Am Freitag kommt dann Wasteland 2 für den PC, sowie Hyrule Warriors für die Wii U. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächsten Dienstag gibt's die News dann wieder von Maxi Gräf, da ist er wieder aus dem Urlaub zurück. Konstruktive Kritik, Lob, Feedback und sexy Fotos von David Hasselhoff bitte unten in die Kommentare. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und sag bis bald.